Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, also was tun wir nun? Mit Javier angeln, aha. Warte mal, haben wir nicht noch irgendwo Schulden einzutreiben? Oh ja, haben wir. Dann werden wir uns erstmal dorthin begeben und das tun. So, wieder ein längerer Ritt. Was erzählst du, Alter? Mord, hallo? Was für ein Idiot. Die haben sie erschossen und der kommt uns mit Mord. Ich glaube, ich spinne. Eine Kutsche wieder. Na schön, dann machen wir noch mal einen kleinen Abstecher. So, dann werden wir hier noch rauskommen und das muss den hinmachen. Reden die von Zeugen? Ach so, unser Pferd ist nicht. Keiner gewesen. Also. Yep.
Oh, oh, oh. Aber auch nur 2 Sterne. Na komm, fahr weiter. Schauen, dass das Pferd auch ja mitkommt. Ah, das sind wir hier gleich da. Auch nur 2 Sterne. Ja. Hoppla, da haben wir jetzt einen erwischt. Halt. Achso, Gott, nachdem wir den niedergeritten haben, wird er höchstwahrscheinlich nicht gut sein. Achso, ist es nicht mal ein Hase. Na schön, dass du auch endlich wieder da bist. Oh mein Gott, wir haben da hinten Ghosting. Bist du dabei? Ja, ich habe AMD FSR einmal eingeschalten. Einfach zum Ausprobieren, aber also ja, diese ganzen. Ja, diese. Also DLSS oder FSR ist furchtbar, wenn schnell bewegte Objekte sind. Das kannst du komplett vergessen. Das habe ich schon bei Formel 1 gesehen mit DLSS, das ist komplett unbrauchbar. Zumindest wenn man die Einstellung ein bisschen höher stellt. Jawohl. Fasan. You can't die, man. This ain't just. Just? You robbed and murdered your way across half the country. It's all mine. Ah, ein Stern verloren. Schlechten Zustand, okay. Müssen wir unsere Waffe mal reinigen, scheinbar. Pferd. Ist mal kein Hase zu sehen. Machen wir jetzt mal weiter auf den Weg hin. Das sehen wir gleich richtig. War wohl keiner dabei. Also zwei hatten auf jeden Fall nur einen Stern. Den dritten konnte ich nicht mehr sehen.
braucht schon Wege. Oh oh. Schon wieder ungute Leute. Hm? 5 Stück, das kriegen wir hin. Oh, Driscoll, natürlich. Wo nimmt Colm eigentlich immer die ganzen Leute her? Wo kriegt der die ganzen Leute her? So, da sind wir wieder. Da ist einfach, hat bis das Spiel einfach abgekackt. Ja. Keine Fehlermeldung, keine Vorwarnung, kein gar nichts. Ne? Geil, echt geil. Ich weiß nicht, wie man ein Spiel technisch in so einem Zustand rausbringen kann, beziehungsweise lassen kann. Und irgendwie finde ich gerade die Grafik ein bisschen komisch. Nicht passt das so? Oder bilde ich mir das nur ein? Ist halt schon krass einfach, ja. Was in welchem technischen Zustand das Spiel ist, ist nicht tragbar. Ich meine, wir hatten jetzt schon lange nicht mehr diese Abstürze, die sind scheinbar nur am Anfang. Wenn man das Spiel startet, also zu Beginn. Ein Bison. Hey, das Ding nehmen wir mit. Warte mal, Moment. Oh, das ist noch dazu 3 Stern. Das Ding nehmen wir mit. So eine Frage, kriegen wir das Bison noch? So wie das davon galoppiert gerade. Muss man immer wieder stehen bleiben. Es haut schon wieder ab. Verdammt. Der hält das aus, Alter. Der hält das aus. Ich glaub's nicht. Das war voll der Headshot. Das interessiert ihn gar nicht. Ist ja nicht die Grafik ein bisschen komisch im Schatten? Beruhig dich. Beruhig dich. Da stimmen doch die Farben irgendwie gar nicht über. Oh mein Gott, da stimmt was mit der Grafik nicht. Da stimmt was ganz und gar nicht. Das schaut schrecklich aus. Die Abstufungen sind fürchterlich. Das ist schon fast Cell-Shading. Das muss... Oh Gott. Schauen wir, dass wir das Bison kriegen, dann können wir das einstellen. Warte mal. Können wir das... mit Lasso machen? Ja. Jo. Oder auch nicht. Scheiße. Okay, then, girl. So.
Jetzt ist es so dunkel, ich sehe gerade gar nichts mehr. Das war jetzt der zweite Headshot. Lebt noch immer. Jetzt nehmen wir das andere Gewehr, weil sonst wird das heute nichts mehr. Mittlerweile sind es wahrscheinlich nicht mehr 3 Sterne. Sag mal, spinnst du? Du blödes Mistvieh. Verdammtes Pferd, ich brauche ein neues Pferd. Ich kann mit diesem Pferd nicht mehr reiten, das ist furchtbar. So. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Easy, easy. Natürlich, alles schlecht, eh klar. Katastrophe, Katastrophe einfach. 3. Das waren 3 Headshots, oder? Nee, das waren zumindest 2. Eh mit einem starken Gewehr schon. Und selbst von dem richtig starken Sniper hat das Ding immer noch 2 Schüsse gebraucht dann. Und schlecht ist jetzt natürlich auch noch, also hätte man sich auch komplett sparen können, aber bitte. So, und was ist jetzt mit der Grafik los? Was passt hier bitte nicht mit der... Nicht speichern. Was stimmt hier bitte nicht? Was habe ich falsch eingestellt? Ich schalte das wieder aus. Ganz einfach. Das geht einmal gar nicht. Das schaut nicht besser aus, ehrlich gesagt. Mal abgesehen davon geht die Framerate voll runter. Merkt man, dass es jetzt... Alter, das geht... Nee, das geht gar nicht. Nvidia zahlt an mit der 4000er Serie, das gibt's ja nicht. Volumetriequalität, na gut, komm. Das gehen wir mal ein bisschen runter. Reflexionen machen wir dafür etwas besser. Die Schattenqualität ist mal ein kleines bisschen runter. Was war das jetzt? Schauen, wie es jetzt ausschaut. Muss ich wieder mit der Einstellung herumpfuschen? Was ist da schief gegangen, bitte? Okay, die Framerate ist ein kleines bisschen besser, die Qualität ist immer noch scheiße. Warum schaut das so scheiße aus jetzt? Ich verstehe es nicht. Das gibt's doch nicht. DLSS einschalten. Auf. Gehen wir mal auf Qualität. Wie gesagt, das wird fürchterlich ausschauen. Das sehe ich schon kommen. Die Framerate ist auf jeden Fall deutlich besser. Okay. Vielleicht lassen wir das doch einmal so. Aber wir werden sicherlich Ghosting bekommen.
Aber die Farben sind trotzdem irgendwie komisch. Oder liegt das an meinem Bildschirm? Okay, muss doch mal kurz die Bildschirmeinstellungen überprüfen. HDR. Ah, daran liegt es wohl, oder? Der macht HDR-Effekt. Ja, gut, Alter, komm. Ernsthaft? Ja, ich habe das Problem gefunden. Der Bildschirm hat einfach die Einstellungen geändert, ohne dass ich was gemacht habe. Jetzt schaut das um Welten besser aus. Also ihr werdet wahrscheinlich keinen Unterschied feststellen, natürlich, was bei mir im Bildschirm ist, aber... Meine Fresse, da liegen ja Welten dazwischen. Oh mein Gott. So. Du kriegst mal was zum Essen, auch wenn du es eigentlich gar nicht verdient hast. Wie du dich angestellt hast. Mann, jetzt schaut das. Ich denke mal schon, das schaut so schrecklich. Die ganzen dunklen Bereiche waren komplett schwarz teilweise, da war nichts mehr zu sehen. So, ja, wir müssen es aber auch auffüllen, den Kern. Okay, das war das Falsche. Wir müssen wohl mal irgendwo kochen gehen. Eine Zigarre unterwegs, why not? Schon besser. Wir müssen auch was essen, weil unsere Ausdauer ist auch ziemlich am Arsch. Erbsen. Gut, Freunde, der Part ist eh auch wieder zu Ende. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.